Frage ist, kommen wir hier lebendig wieder runter? Oh ja. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nein, oh Gott, hier geht's ja gleich weiter runter. Hey, das ging gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier ohne Leben zu verlieren runterfallen. So. Hetzer. Wo bist du? Ich finde dich. Komm heraus und zeig dich. Kleiner, kleiner Hetzer. Oh, oh, das war nicht so gut. Ach, was macht's schon, 50 Meter in die Tiefe zu fallen? Steckt da weg, ohne irgendein Problem. So. Oh nein, mit denen lege ich mich nicht an. So eine ganze Horde ist nicht so gesund. So, das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, wo genau... Hallo Gobbos. Ja, bleibt mal da, wo ihr seid. Was ist denn gerade mit dem Ton los? Ist das gerade bloß auf meinen... Nein, ist nicht bloß auf meinen Kopfhörern, oder? Dieses Rauschen, das spinnt gerade wirklich ein bisschen rum, oder? So. Ich weiß halt nicht, wo genau der ist. Das ist das Problem. Zur Not unterbreche ich dann mal und suche mal auf eigene Faust. Damit wir uns hier nicht allzu sehr festfressen mit der Suche nach irgendeinem blöden Wolf, der irgendwo im Nichts ist. So. Ja, ich glaube, das wird bald das Beste sein, wenn ich das so mache. Weil ist ja sonst auch langweilig, wenn wir hier sinnlos durch die Gegend rennen und... Oh, Kornstöckel, wie schön. Und dann letztendlich nichts erreichen dabei, ne? Gut, machen wir das. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wir sind mitten im Nirgendwo. Ich bin jetzt gerade bei ihr hochgerannt, weil ich dem Hetzer gerade über den Weg gestolpert bin. Und ja, ich wollte vor ihm flüchten, damit ich ihn nicht jetzt platt mache, ohne in der Aufnahme zu stecken. Deswegen bin ich jetzt einfach mal den Berg hochgerannt, damit er mich nicht hier belästigt weiter. Wir sind wirklich mitten im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir sind. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich den jetzt gefunden habe. Aber Hauptsache, er ist jetzt mal... Da unten ist er. Hauptsache, wir haben ihn jetzt mal hier vor der Linse. Oh, halt. Nicht doch. So. Weißer Hetzer. Da! Du kleiner, dreckiger Hund. So, der hält halt ein bisschen mehr aus als ein normaler Wolf. Ist ansonsten aber auch nicht gefährlicher. Da! Auf dem Weg hierhin habe ich mal ein paar... So. Das gibt gleich 10 Rufe im Wolfsclan. Wow. Auf dem Weg hierhin habe ich mal ein paar Säbelzahntiger platt gemacht, ein paar Ripper, war sonst noch was dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also ein paar Viecher mussten daran glauben, wir sind halt hier mitten in der Pampa, wo wir wirklich vorher noch gar nicht waren. Allzu viel war es jetzt aber nicht, also da war jetzt auch nichts Spannendes dabei. Da drüben sind übrigens die Gobbos, von denen wir vorhin schon angegriffen wurden. Also es war ganz in der Nähe, man muss es halt nur finden, das ist das Problem. Gut. Und also hier nochmal der Punkt, falls irgendjemand mal den suchen sollte, das ist hier auch nochmal auf der Angräberkarte, hier an diesem Ausläufer, ein bisschen südlich von der Westspitze dieses schwarzen, dieser schwarzen Einzeichnung für das Bergmassiv. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir wieder zum Wolfsclan zurück. Hier ist der Wolf, also zum Wolfsclan. Gut, und ich trinke mal ganz kurz was. So. Hallo Gunnar. Zeig mir deine Ware. Hast du noch Geld? Ja. Denn da wir so viel Zeug haben, würde ich sagen, verkaufen wir einfach mal ein bisschen was davon. Oh, wir haben einiges an Ordensschwertern eingenommen. Da können wir schon mal, indem wir ein Ordensschwert verkaufen, was seinen gesamten Goldbestand hier uns an uns reißen, sozusagen. So, dann legen wir noch hier, keine Ahnung, Königsschwert von Roba dem Ersten. So, leider hat es natürlich, dadurch, dass es abgenutzt ist, keinen hohen Klingenschaden mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten, Paladinschwert 2000, Breitschwert. Ich brauche irgendwas Kleines, was nicht so viel kostet. Hier nehmen wir doch einfach mal die Bögen.
So, genau, 2600, das klingt gut. Hatte noch 13 über, das passt so. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken, was haben unsere Waffen eigentlich? 95 plus 10, okay. Und dieses Königsschwert hatte 75, ah, naja, gut. Selbst wenn wir das noch, schleifen, bringt uns das nichts. Schade eigentlich. So, ist halt doof, dass die immer halbiert werden dadurch. So, jetzt muss er noch Bogi suchen. Der war, glaube ich, hier oben, ne? Genau. Mein Freund, der Druide. Der Hetzer ist tot. Ich weiß. Ich habe es gespürt, als er starb. Bekomme ich jetzt den Stein? Ja, er soll dir gehören. Halte ihn in Ehren. Was ist mit dir? Ich werde jetzt gehen. Meine Hütte gehört dir. Ich brauche sie nicht mehr. Okay. Wenn du meinst. Tschüss, Bogir. Wo geht er denn hin? Wir gehen ihm mal hinterher, oder? Also mich interessiert das gerade, wo der hingeht, um zu sterben. Okay, er verlässt also den Clan. Und dann? Ich weiß nicht, vielleicht geht er einfach raus und sucht sich das nächste Wildtier, von dem er sich dann fressen lässt oder so. Ansonsten können wir ihm auch gern dabei behilflich sein, zu sterben. Nicht, dass ich irgendwie im Blutrausch wäre in diesem Spiel und alles umbringen will, was mir in den Weg kommt, aber wenn er das will, kann ich das gern für ihn tun. Erstmal Pause machen. Ja klar, von der harten Arbeit hier. In der Gegend rumzustehen und nichts zu tun. Den gibt es auch nichts mehr zu besprechen hier. Aber solange er läuft, können wir natürlich mal schauen, ob wir noch eigentlich irgendwas anderes an Quests hier oben im Wolfsclan haben. Erlege die Hirsche auf dem Plateau. Aha. Säbelzahntiger von dem Holzfällerlager. Oh, da müssten wir nochmal zu Corwin, wo auch immer der war. Ich weiß es nicht mehr. Gut, er spaziert also wirklich einfach raus. Und jetzt? Ich könnte wetten, er hat irgendeinen Zielpunkt, an dem er sich einfach hinsetzt und dann dort den nächsten Sumpfkrautstängel raucht. Hey Bogier! Hey Bogier! Wo gehst du hin? Hey Bogier! Sag mal! Wo geht's hin? So, da können wir auch nochmal weiterschauen hier. Hammerclan, aber auch noch einiges offen, was vor allem ziemlich sinnlose Quests auch sind. So, in diesem, ich würde denken, in diesem Tal waren wir doch aber schon, oder? Hm. Okay, also ich glaube, ich werde auch nicht jedes Quest machen, das hier irgendwie... Oh, ist das Holzfällerlager? Corwin, ja, sehr gut. Wenn wir schon hier sind, dann können wir das doch gleich nutzen, um dann mal nach diesen Säbelzähnen zu suchen. Da schauen wir nochmal. So, wo sind die? Okay, halt. Wo habt ihr die Spuren gefunden? Ich muss noch mal kurz schauen. Hier den Hügel hoch. Okay. Und Bogi ist uns weggelaufen. Ah nein, da vorne ist er. Gut, dann gehen wir auch mal den Hügel hoch. Wenn das gemeint ist mit den Hügel hoch. Ich weiß es nicht, da vorne könnte es auch sein. Gehen wir einfach mal gucken. So, ne, hier gibt's bloß ein Gobbo. Naja. Kümmern wir uns mal um ein paar Gobbos. Ach doch, da vorne ist ein Säbelzahn, sehe ich gerade. Schön. Sind wir also in der richtigen Ecke. So, das war's auch für den Kleinen. Gut, wir sammeln mal jeden Scheiß ein hier, würde ich sagen, oder? Warum eigentlich nicht? Der Held hat doch Platz in seiner Arschritze. So, Bogir, wohin genau geht's für dich? Da sind noch mehr von diesen Biestern. Ja. So,
So, ich traue mich gerade nicht so richtig. Eigentlich können wir ja jetzt, da wir den Wolfsstein haben, mal probieren, uns in einen Wolf zu verwandeln. Armselige Kreatur! Hey, hab ich den nicht platt gemacht? Könntest du bitte den Wolf anvisieren? Dankeschön. So, wir wollen ja alles mitnehmen. Wir wollen ja nichts verkommen lassen hier. So, vielleicht will Bogia ja auch mit uns zusammen gegen die Säbelzähne kämpfen. Ja, komm schon. Geht doch. Bogia! Die Biester geben einfach keine Ruhe. Das ging daneben, mein Freund. So. Ich weiß nicht, sind das bloß zwei? Das wäre dann jetzt natürlich nicht so der Riesenaufwand hier, um das Quest zu erfüllen. Schön, wie der Pfeil gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wie der Pfeil gerade abgeprallt ist da hinten einfach. So. Nein, davon ist noch einer. Bogia läuft weiter. Mich würde es echt interessieren, wo der hingeht, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, dem ewig hinterher zu rennen hier. Wir gucken mal kurz. Wo führt denn der Weg hin? Ist die Frage auch. Achso, wir haben noch die Karte offen. So, ich glaube, er läuft einmal einfach um den Wolfsclan drumherum, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat. Okay, in dieses Tal unter der Brücke rein. Wir kümmern uns erstmal um die Säbelzähne und dann schauen wir mal. So, zwei haben wir noch hier. Nehmen wir nochmal die Armbrust. Die verwenden wir so selten. So, und Wechsel. Ja. Alles gut. Ja, das lief ja nicht so toll. Ich muss auch sagen, diese Animation des Kämpfens, die ist unglaublich lahmarschig beim Helden, ne? Also, der schlägt so langsam zu, dass mit dieser KI, die hier eingestellt wurde, dieser Alternativen, dass die natürlich schon längst weg sind und längst im Angriff ausgewichen sind, wenn man den normalen Angriff macht. Mit dem schnellen Angriff geht das noch, aber mit dem normalen hat man bei diesen agilen Viechern echt teilweise keine Chance, so richtig die zu treffen. Es sei denn, sie backen sich irgendwo fest. So, aber mittlerweile stecken wir ja so viel an Schaden weg, dass das uns eigentlich nichts mehr ausmacht, wenn die uns ein bisschen beißen. So, haben wir noch einen? Ah, nein, ist ein normaler Troll, okay. Ich wollte nochmal schauen, vielleicht, ob es einer der schwarzen Trolle ist. Ist es aber nicht. Ist es ein netter Eisgolem oder eher ein unfreundlicher? Ein unfreundlicher, glaube ich. Es sei denn, er kommt um uns zu umarmen. Aber sieht nicht danach aus. So, aber die sind ja zum Glück so lahm, dass sie eigentlich wirklich kein Problem sind. Wenn sie nicht gerade den ganzen Tag zurückweichen. Ich sehe nichts, aber das macht nichts. Wir können auch blind gewinnen gegen den Eisgolem. So, das Eisherz nehmen wir mit. Ein Ripper. Eigentlich wollte ich hier Säbelzähne töten. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade von meinem eigentlichen Plan abgekommen. Na gut, den Troll nehmen wir auch noch mit, wenn er schon hier unten steht. Speichern aber vorher mal. Sicher ist sicher, ne? So, und davon scheint eine Ader zu sein. Ich weiß nicht, ob es eine Erzader ist. Wenn ja, würde ich die mir mit anschauen gleich. So. Ich glaube, er wird nicht zum Angriff kommen. Ist schon ein bisschen doof so als Troll, ne? Okay, war natürlich einfacher, als es sein sollte, weil er immer wieder in seiner Aktion unterbrochen wurde. Aber hey, wenn das Spiel das so will... Ach nee, Eisenader, dafür nehme ich jetzt nicht extra die Hacke in die Hand. Wenn das Spiel das so will, dann machen wir das auch so. Ich würde jetzt aber gerade mal interessieren, ob das wirklich dieselbe Zähne sind, die ich eigentlich jetzt töten sollte. Oder ob da eine kleine Verwechslung vorlag.
Was natürlich tragisch für die Säbelzähne wäre. Mir aber ziemlich egal.